Hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein paar neue Karten, die in Flames of Destruction rauskommen. Und meine Güte, ist da eine ganze Menge Kram dabei, den man sich anschauen sollte. Wir fangen hier direkt mal mit der ersten Karte an. Die heißt Designator from the Grave. Das ist eine Schnellzauberkarte und sie sagt: Target one monster in your opponent's graveyard, banish it. Until the end of the next turn, that monster and monsters with the same card's name as that monster have their effects negated. Da kann man zum Beispiel einfach die Karte als Konter gegen Fairy Tail Snow benutzen. Denn Fairy Tail Snow, wenn ich das richtig verstanden habe, kann dann natürlich im Prinzip sagen, nochmal, okay, ich möchte nochmal 7 banishen, aber dein Gegner verliert dann essentiell 14 Karten, um sie zu beschwören, wenn ich das richtig verstanden habe. Man kann die Karte im Prinzip gegen sehr viel benutzen im Bereich Shiranui, Zombie, Mizuki ist dagegen auch interessant, weil du machst es halt im schlimmsten Fall halt in deiner Runde und gut ist, die Karte ist weg. Das ist also zum Beispiel eine sehr interessante Karte und ich könnte mir vorstellen, dass diese Karte eine Secret Rare in dem Set wird, ähnlich wie wir ja Overdone Burial als Secret Rare bekommen haben und Foolish Burial Goods etc. etc. Die Karte ist im Prinzip nämlich so eine weitere Fortführung von Drag Down to the Grave, die ja auch schon älter ist. Es gibt noch mehr Karten, wir können hier zum Beispiel runtergehen. Die Karte ist direkt ein ziemlicher Knüller. Und zwar heißt diese Karte Yashiki Warashi, wenn ich das richtig ausspreche. Und das ist im Prinzip eine neue Handtrap. Die Karte sagt, also erstmal, es ist ein Monster Level 3, Zombie, Erde und es ist ein Tuner. Passt also im Prinzip in die Reihe Winter Cherries, Ghost Reaper und Ghost Ogre. Und die Karte sagt halt, sie ist once per turn, sie ist hard once per turn und sie sagt, during either player's turn, when a card or effect is activated that includes any of these effects, you can discard this card and negate that effect. Die Möglichkeiten, wo man sie abwerfen kann, ist, wenn eine Karte vom Friedhof wieder in der Hand ins Deck oder ins Extra-Deck gebracht wird. Das bedeutet, auch wenn er jetzt verboten ist, wäre das zum Beispiel ein Konter gegen der Gusto Emerald. Dann hätten wir eine Spezialbeschwörung vom Friedhof, kann damit auch annulliert werden, oder das Verbannen einer Karte vom Friedhof. Das heißt, auch da bekommen wir wieder im Prinzip eine Menge Grave Hate und im Prinzip das Banishen von Karten, was viele Karten nutzlos macht in gewissen Decks. Da haben wir halt das Problem, rein prinzipiell sind da Mill-Decks anfällig gegen, das bedeutet Infernoid, Lightsworn und Burning Abyss. Sind da Decks, die vielleicht Probleme mit der Karte haben, aber generell spielt heute eigentlich jedes Deck in irgendeiner Form mit Friedhofseffekten oder mit Recycling. Das bedeutet, wir steuern immer weiter auf mehr Handtraps zu. Handtrap City regiert die Welt. Es gibt da noch mehr in der Richtung. Und zwar haben wir als nächste Karte Super Heavy Samurai Supports im Prinzip. Die Karte heißt Light of Zekka. Und beide Effekte dieser Karte sind once per turn. Der erste Effekt sagt, wenn du keine Zauber- und Feinkarten in deinem Friedhof hast, kannst du 2 Karten ziehen. Nach dieser Aktivierung kannst du keine Zauber- und Feinkarten für den Rest des Duells benutzen. Was schon interessant ist, und der zweite Effekt ist, you can banish this card from the graveyard, reveal one monster in your hand, and if you do, return it to the deck, shuffle it and draw one card. Das Problem, was ich hier jetzt aber sehe, rein prinzipiell, wenn der Text so stimmt, kontert die Karte sich dann nicht selbst aus, weil sie sagt, wenn du mit ihr 2 Karten ziehst, kannst du danach keine Zauber- und Fallenkarten für den Rest des Duells benutzen. Aber sie selbst ist ja auch eine Zauberfangkarte. Das heißt, du kannst sie danach nicht vom Friedhof banishen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Rein prinzipiell wäre es aber eine Karte, die jetzt Super Heavy Samurai zum Beispiel auf 1 spielen könnte, wenn dem nicht so ist, weil rein prinzipiell kannst du damit dann 2 Karten ziehen. Das ist also ein Plus 1. Aber sie können es halt auch nur auf 1 spielen, weil sie sagt, you cannot activate spell, trap cards or effects for the rest of the duel. Oder Effekte
Generell? Okay, dann ist die Karte ja wirklich richtig, richtig schlecht. Man muss mal sehen, ob es da noch vielleicht irgendwelche Übersetzungsprobleme gibt, weil ich könnte mir vorstellen, dass damit Zauber- und Falleneffekte und nicht generelle Effekte gemeint sind. Dann würde sie in Super Heavy Samurai im Prinzip zum Beispiel Sinn machen, weil die ganzen Effekte der Monster kommen halt nur, wenn du keine ZFs im Grave hast und wenn du sie selbst dann halt doch banishen kannst, obwohl du ihren Draw-Effekt benutzt hast, dann könnte das immerhin irgendwie zusammen funktionieren. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie man diese Karte in irgendeiner Form benutzen kann. Ich glaube, das war es sogar noch nicht, denn wir haben hier, genau, das ist die letzte Karte. Wir haben hier noch eine schöne Karte, wo ich zuerst gedacht habe, dass aufgrund von dem, was ich ja jetzt auch schon die letzten Tage auf dem Kanal behandelt habe mit den Lost Arts, aufgrund der Tatsache, dass das vielleicht ein gefaktes Artwork ist, als ich zuerst nur das Artwork gesehen habe. Man sieht so die ganzen TCG, Artworks von Monster Reborn da unten rumkrüppeln und abschimmeln und total cool. Und dann dieses OCG-Artwork, wie es darüber emporsteigt. Und die Karte ist trotzdem interessant, weil die kommt auf 3 und sie sagt: Target 3 Monster in deinem Friedhof, zeige sie deinem Gegner und dein Gegner wählt eins dieser 3 Monster und du kannst die Karte dann auf deine Seite specialen. Und wenn du das machst, kannst du die anderen Monster banishen. Es kann in einigen Decks, die ihre Monster banishen wollen, zum Beispiel Synergien ergeben. Es kann aber auch einfach nur ein gutes Monster Reborn sein. Also wir bekommen die Karte auf jeden Fall erstmal auf 3, was für uns cool ist. Und der Effekt ist once per turn, also hard once per turn, was sie etwas schwächer als Monster Reborn macht, aber sie ist dann halt auch auf 3. Das ist halt schon interessant. Und das Artwork ist übercool. Ich frage mich, ob das jetzt wirklich passend zu dem, was im TCG passiert, gedruckt wurde. Wir haben hier jetzt rein prinzipiell auch vor ein paar Monaten das TCG-Artwork von Monster Reborn als OCG-Variante bekommen, denn es gab dieses Facebook-Gewinnspiel, wo man Dark Magician Girl als Ghost Rare bekommen hat, den blauäugigen alternativen weißen Drachen als Parallel Secret Rare und die Monster Reborn als Ultra Rare, nur halt mit dem TCG Artwork. Und das Besondere war, die ganzen Karten hatten Japanisch, also OCG Legalität, weil sie japanisch geschrieben waren. Und das war halt schon cool. Aber anscheinend mögen die Asiaten wohl das TCG-Artwork nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Tatsache, auch wenn es mega cool ist, dass die Artworks jetzt zu uns kommen, finde ich das TCG-Artwork Tatsache besser. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und ich bin gespannt, viele hatten ja jetzt spekuliert, dass Monster Reborn zurückkommt im TCG. Und ich habe damit irgendwie nicht gerechnet, aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieses Gerücht endgültig vom Tisch ist. Ja, das waren so die Karten für heute. Es sind ein paar sehr interessante Karten, ein paar Karten, die definitiv einen Einschlag aufs Meta haben werden. Wahrscheinlich kommt morgen noch ein Video, was ein paar Link-Monster, die jetzt demnächst kommen werden, behandeln wird. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Alex von Rising Time, da könnt ihr Karten bei Card Market bei uns kaufen. Wir sind da relativ gut bestückt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt einen schönen Abend, macht's gut.